Ich habe jetzt 25 Minuten gebraucht, um diese Ladesäule hier in Köckern Ost zum Laufen zu kriegen. Sag mal, E.ON, ist das dein Ernst? Ich habe jetzt 25 Minuten gebraucht, um diese Ladesäule hier in Köckern Ost zum Laufen zu kriegen. Bei 35 Grad in der Sonne draußen. Jetzt muss ich auch mal ein Wutvideo einfach mal drehen. Das nervt mich gerade ziemlich stark ab. Das fängt damit an, dass ihr die einzigsten Anbieter noch seid, die ohne RFID-Karte arbeiten. Ganz groß mit dem Werbezeichen drauf. Bald hier, bald auch mit Karte bezahlbar. Jede Kommune, jede blöde kleine Bürgermeister-Ladesäule und von irgendwelchen Werken, Stadtwerken haben einen RFID-Laser. Da nehme ich meine Karte ran und 2-3 Minuten später fließt der Strom in Massen. Geht bei euch nicht. Ich schaue in die Maingau-App, Ladesäule frei. Ich komme an, ich will anstöpseln, Ladesäule nicht bekannt. Ich gehe in die E.ON-App in der Hoffnung, dass die eigene App, die ihr habt, funktioniert, scanne den Code. Ladesäule nicht bekannt. Es ist eure Säule, die hier steht, mit eurem Code drauf und eure App erkennt die nicht. Was läuft da schief? Wollt ihr kein Geld verdienen? Ich meine, es sind 8 Euro noch was für ein paar Kilowattstunden hier in mein Ioniq reinpassen. Das ist echt nicht feierlich, ja. Gehe ich rein, gehe ich in die Maingau-App, starte den Ladevorgang, nach 10 Sekunden bricht das Ganze ab. Die Ladesäule steht auf blau, auf belegt. Ich gehe wieder rein, immer noch belegt das Ganze, obwohl nichts dran war, vorher kein Auto dran war. Ich rufe die Hotline an, alle Leitungen besetzt. Wir rufen sie gern zurück. 5-6 Minuten später kommt der Anruf. Nein, ich sehe, alle 3 Ladeports sind leer, sind frei. Okay, aufgelegt, in die App rein, Maingau, nichts, immer noch belegt. In die E.ON-App rein, Ladesäule nicht bekannt. Nochmal angerufen, nochmal 5-6-7 Minuten gewartet, bis jemand zurückgerufen hat. Dann wurde sie von Hausen von E.ON freigeschaltet, kostenlos. Zum Glück. Ich hatte noch 10, 15 Kilometer drin. Ich wäre hier sonst nicht weggekommen. Typ 2 hätte ich vielleicht irgendwie noch zum Laufen bekommen. Da wären die Ladezeit irgendwie knapp 4 Stunden, wo ich hier auf dem Parkplatz festgesessen hätte. Meine Frau ist schon reingegangen, die redet seitdem kein Wort mit mir. Die sagt, ey, zum Glück ist das dein Elektroauto. Ich hätte mir nie eins gekauft. Kann ich keinem verübeln. Ihr kennt mich, ich bin echt der positivste und auch der überzeugteste wahrscheinlich von allen Elektromobilisten, die hier so rumfahren, Berlin-Brandenburg. Aber das geht gar nicht. Ja, im Rückreisestau zu Herrentag, nee, was haben wir heute? Ja, doch, Herrentag-Wochenende. Und ich stehe hier und die Zeit verrennt und nichts passiert. Ja. E.ON, bitte tut was. Macht den RFID-Laser irgendwie startklar, dass diese ganze App-Geschichte, diese ganze Funkverbindung einfach nicht sein muss. Schaltet die Dinger frei, haltet die Software irgendwie in Schuss. Ich weiß nicht, irgendwie, was muss doch funktionieren. Die Dinger haben doch vorher auch funktioniert und seitdem ihr die ganzen Tank- und Rastanlagen habt, ist es halt immer so ein 50-50 Glück, ob es funktioniert oder nicht. Mehr will ich gar nicht. Und dann zahle ich auch für den Ladevorgang gerne Geld. Vielen Dank. Bis dahin.